Samstagnacht in Hamburg, ich brauch ein Bier und der Mond, der lacht. Ich seh, ihr sitzt. Oh mein Gott, ich schwitz. Das liegt wohl am ersten Gast, der jetzt gleich kommt, den jeder mag, ist echt kein Witz. Ihr kennt die Kino-Hits. Er ist alles nur kein Sesselpupser. Was er macht, ist einfach immer super. Ich freue mich auf unseren ersten Gast und ich freue mich vor allem, dass er sich nochmal hierher traut. Der wundervolle Florian David Fitz! Florian David Fitz! Juhu! Guten Abend! Ich freue mich! Hallo! Na? Ne? Wolltest du irgendwas singen, wo du mit einsteigen kannst? Aber das war, was ich heute dir gesungen habe, war so schwer. Es ist Amsterdam. Und mit Betonung. Das ist knallhart. Und du der hast Reim, ja Musik das studiert. Mit. Also die Mädels flippen ja eh schon aus, wenn sie dich sind. Aber wenn sie dann noch hören, dass du Klavier spielen kannst und Gesang studiert hast. Ja, ich habe mich aber gegen Richard Kleidermann, gegen diese Karriere entschieden. Aber man, es gibt ja was dazwischen. Komm, wir trinken einen. Habt ihr alle schon was zu trinken? Ja. Habt ihr schon einen zu trinken? Ja. Ich glaube, du gehst rein. So, was trinken wir denn? Na, ich habe gehört, dass es hier ein neues Getränk gibt. Oh nee, was? Hat mir jemand gesteckt. Wodka mit Lakritzgeschmack. Und ich habe gedacht, man muss gleich damit anfangen. Oh, ich würde aber ein Wasser einen. Dazu nehmen. Ich nehme auch ein Wasser dazu, eine schwarze Sau und ein Wasser. Weil die sind nicht mehr jung. Ich bin nicht mehr jung. Ich freue mich so, dass du noch mal hier, dich hierher getraut hast. Beim letzten Mal haben wir ein Pferd reingeholt. Wir haben uns Chilischoten in die Arschritze gesteckt. Wir wollten uns gegenseitig Infusionen legen. Was hast du gelesen? In der Zeitung stand, es war ein Tiefpunkt des deutschen Fernsehens. Ja, Tiefpunkt, genau. Wir haben ihn gesetzt. Gib mir noch mal Wir haben es geschafft. So, Prost. Und Prost. Los geht's. Prost. Prost, Jungs und Mädels. Prost. Sag mal, Florian ist ja schön, ne? Und David ist ja auch schön als Name. Aber du heißt ja eigentlich Florian Ingo Ulrich. Das schön, dass das jetzt sollte auch man den Girls, mit der deutschen Öffentlichkeit geteilt sollte wird. Sollte man den Girls und das David hast du dir ja kackenfrech einfach ausgedacht. Ja, das ist richtig. Weil es mein Ingo. Ulrich. Und das Fiese ist, du hast keinen zweiten Namen. Uli. Uli Fitz. Aber es ist kein norddeutscher Name, ne Jungs? Fitz kennen wir hier nicht. Nee, Willem Fitz, Uwe Entschuldigung, Fitz. Es ist ein irischer Name. Ach wirklich? Ja. Von Fitz McFitzen. Genau, Fitzpatrick, Fitz irgendwas. Ja, ja, jetzt Fitz verstehe McFitz. Ich. Ja, jetzt, das stimmt, natürlich. Du, jetzt lass uns mal ein bisschen ernster werden und über deine Kindheit sprechen, die ich sehr mag, Florian. Meine Kindheit magst du? Ich mag die Kindheit, weil ich mich immer frage, wenn so ein Kind so ein Loser ist wie du, ne? Da kann man ja nicht ahnen. Also ich stell mir vor, du bist älter, du bist Mutter und Vater und dann hast du so ein Loserkind wie du warst. Das dauert und dann denkt man noch, was macht der Kleine später nur mal? Mein Gott. Und das aus dir dann aber... Die große Schauspielhoffnung wird... Es ist alles ein großes Missverständnis. Es ist eigentlich ein Missverständnis. Es ist wirklich ein Missverständnis. Denn du wurdest ich hoffe immer, dass es nicht drauf kommt. Und wir können direkt mal die Liste abarbeiten. Also, ständig mit Augenpflaster in der Kindheit. Und du hast gesagt, dein Auge ist bis heute noch nicht wieder richtig gut. Ich kann, also, wenn ich gucke nur mit dem Rechten, wenn ich mit dem Linken schaue, rutscht das Rechte weg. Soll ich es dir zeigen? Das ja, aber, die Kamera aber ist es eklig? Muss ich dann brechen? Nein. Warte, ich muss dich mit dem anschauen. Ja. Und jetzt geht das andere weg, siehst du es? Habt ihr es gesehen? Ich sehe es nicht. Ist immer noch und zack, ist es wieder zurück. Oh ja, jetzt habe ich es gesehen. Ich muss, sieht das die Kamera? Fokussieren, da ist die Kamera. Das sind immer alle deine Kameras. Also, warte. Such dir einen aus. Den. Mhm. Ah, scheiße. Zack. Mit dem schaue ich jetzt und kommt's rüber. Sieht man's? Ich kann zum Beispiel auch ganz schlecht mit Bällen. Wir haben mit Mirella, habe ich früher immer... Du bist Mirella? Du bist die Freundin, die ich belesen habe, weil er hatte ja keine Freunde, er hatte ja nur dich. Nee, ich hatte auch Basti, ich hatte schon Freunde. Ja? Ja. Ich las aber nur von einem Jungen und einem Mädchen. Und mit Basti habe ich Lego gespielt und Mirella war dann später bei Federball abgezogen. Ja, und dann hatte er aber auch noch so hässliche Klamotten an. Was heißt das denn? Du müsstest uns das vielleicht mal erzählen. War er so hässlich gekleidet? Frag mal Mirella. Das waren... Plüsch-Hausschuhe auf der Straße mit dunkelbraunen Korthosen, dazu gestrickte Pullover und einen Seitenscheitel, den die Schwester versucht hat, ihn wieder in Position zu bringen. Und den bügelte er sich gewollt so rüber. Er sah schlimm aus. Wirklich? Aber schlimm. Du bist ja dran geblieben. Ich habe gehofft. Weil du ihn mochtest? Ja. Weil der Humor hatte. Ich wusste, der Schwan kommt irgendwann. Der Schwan sitzt drin, aber der kann sich noch nicht zeigen. Ja. Aber der Hals ist noch aufgerollt. Es war wirklich aber so. Aber irgendwann
Komm da raus. Ja, ich habe es gehofft und es kam und er war wirklich rückwärts am Klavier und hat Mozart vorgespielt. Also, ja. Was? So toll kannst du Klavier spielen? Wie sagt man das? Über Kreuz und... Musst nicht gut spielen. Wir können darüber reden, dass du Kind warst und klassische Musik mochtest. Das habe ich auch noch nie verstanden, weil klassische Musik ist doch wie Rosenkohl essen für ein Kind. Es gibt doch so Sachen, die Kinder nicht mögen. Du mochtest keine klassische Musik? Ich wusste gar nicht, dass es die gibt, würde ich jetzt aber mal behaupten. Ich mochte aber auch Rosenkohl. Ja? Ich fand's mega cool, ja. Also ich was auch denn eine so? Ganz tolle Mozart mal? Mozart gar nicht so sehr. Es war, glaube ich, so eher so die ganzen Ostigen, so Tschaikowski und sowas. Doch, die schweren schon. Rachmaninow, so ein bisschen. Ist ja auch einfach sehr, 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 das ist ja das, was auch auf Klassikradio läuft. Also das ist alles so ein bisschen easy listening, kitschig. Das mochte ich wahnsinnig gerne. Ja, mag ich aber heute noch ganz gerne. Die Moldau mag man nun nicht mehr. Das ist ja wie Bollero, Bolero. Bollero ist auch so... Ist so abgenudelt. Also ich glaube, das Schlimmste, was im Leben passieren könnte, wäre nochmal Sex haben zum Bollero. Du findest jemanden richtig gut und dann läuft auf einmal dieses Ding. Auch viel zu lang. Wie lang ist der eigentlich? Der ist sehr lang. Der ist, glaube ich, 12 Minuten lang. Wann hast du den gehört zuletzt? Eine Weile her, aber wäre es schon fast wieder lustig, den Bollero zu spielen. Warum bist du heute eigentlich nicht Komponist geworden? Komponieren kannst du doch auch. Ja, ich habe das tatsächlich, ich habe da überall reingeschmeckt. Ich habe auch auf der Schule Kompositionsunterricht genommen, aber ich bin jetzt schon froh, dass ich kein Komponist bin irgendwie. Ja. Ich bin auch froh, dass ich nicht Grafikdesign gemacht habe oder freie Künstler. Wäre das auch was gewesen? Ja, das waren alles so Sachen, wo ich jetzt froh bin. Und warum Kunstfälscher? Jetzt mal ganz ehrlich, Kunstfälscher sein. Das ist, da muss man noch malen können. Das war richtig. Ja, also ich war dann auch mal richtig gut. Ich konnte das jetzt nicht mehr. Ich habe richtig halt so angefangen mit so leichteren Sachen wie so Magritte und dann halt bis zu Klimt, was dann schon ein bisschen schwieriger ist. Du hast schon. Und ja. Dann setze dich hin. Ina, sag mal. So, Prost! Aber du warst gut. Hast du auch immer auch aufgehört? Kein Klavier gespielt, mehr keine Kunst mehr gemacht, sondern gesagt, ich will jetzt... Ich will Schauspieler werden. Eine Verwandte von mir, also die Froni Fitz, hat irgendwann gesagt, du darfst die Butter nicht zu dünn ausbreiten. Oh, was heißt das? Das heißt, wenn du versuchst, alles zu machen, dann machst du alles irgendwie halb. Aber ich finde immer, man kann ja erstmal alles machen, um dann zu sehen, welches von diesen drei Beinchen, auf denen du stehst, macht dir am meisten Spaß, wo bist du am besten. Aber so war es ja auch. Ach so, so lange hast du es schon gemacht? Nein, ich habe die Sachen ja auch immer parallel gemacht und das im anderen mache ich auch zum Spaß. Ich singe ja auch nur zum Spaß. Ja, gut. Ja. Aber singen weiß ja kein Mensch. Hast du mal im Musical, du hast bei der Rocky Horror Picture Show gesungen? Ja. Und da hättest du hängen bleiben können, ja. Weil du so gerne singst. Ich habe ja heute gemerkt, du singst so gerne, du singst ja auch sehr gut. Aber du singst ja auch sehr gerne. Ja, aber ist ja jetzt wirklich lange her. Nee, es hat mir, wirklich, es macht mir auch viel Spaß. Aber in New York oder wo? In Boston? Ja, ja. Wo hast du Gesang studiert? In Boston war ich auf der Schule. Ja. Was, in Boston und hast Gesang studiert, Alter? Und warum bist du wieder nach Deutschland? Du hättest doch sagen können, jetzt gehe ich nach New York, euch zeige ich's. Na, ich war ja in New York. Ja, ich auch? Da, ich habe da gelebt dann ein Jahr lang und habe dann genau dieses... saß in der U-Bahn in New York und bin zu meinem Tagesjob gefahren, wo ich bedient habe. Ja. Und hab mir gedacht, was mache ich hier? Bist du zu Castings gegangen? Natürlich, zu Cattle Calls heißt es. Also Rinderauftrieb heißt das quasi. Wirklich? Wo du zu 10.000 in der Schlange um den Block stehst. Und aber dann, für dann was? Für Schauspiel oder für Musical? Ja, damals war das tatsächlich für beides, ja. Da war New York das Zentrum. Und da habe ich dann einen Job bekommen und muss ich mich entscheiden, ob ich zurück nach Deutschland will. Aber war der Job dann die Rocky Horror Show? Ja. Du hast in New York in der Rocky Horror Show auf einer Bühne gestanden und da mitgemacht? Ich habe in New York den Job bekommen und der war dann in Europa. Oh. Weil die das fanden. Ja, es klingt auch nicht, ist nicht so geil. Ja, ich habe in New York auf der Bühne gestanden. Ja, naja. Ach, ich finde schon, if you can make it there, you make it everywhere, weißt du? That's true. Du? Ja. Du hast wirklich eine Vogelspinne gehabt, Alter. Boah, weiß nicht, du hast ja knallhart ekelhaft recherchiert. Das ist so ekelhaft. Wieso? Und wie dick? Wie groß? So? So. Doch so. Aber es war eine Bombardierspinne, das heißt, wenn du sie angegriffen hast, dann hat die hinten so gerieben und dann, dann kommen da so Haare und dann musst du niesen und dann läuft sie weg und versteckt sich. Also es war keine besonders aggressive Spinne. Nein, ich find's eklig. Gut, irgendwann starb sie und es wurde keine neue angeschafft. Hatte die einen Namen? Emilia. Und wie machst du es mit deinem Hund? Du reist doch so viel. Mhm. Du drehst so viel. Und wo bleibt der Hund immer, das arme Ding? Der ist da. Ja, jetzt ist er drüben. Wir können ihn nicht hier reinholen, weil... Weil er hier, der Elmo jault, wenn ich singe. Ja, und ihr werdet gleich hören, warum. Aber richtig, wenn Papa singt.
aber der, den kriegst du überall mit hin. Sag mal, ich habe gelesen in meiner großen Recherche, die ich betrieben habe, dass du so gerne barfuß läufst und wahnsinnig viel Hornhaut hast. Warum? Weil du so gerne barfuß läufst? Ja, wahnsinnig gerne tatsächlich. Also es klingt so hippie-mäßig, bin ich aber gar nicht. Klingt es sehr. Null. Gehst du manchmal barfuß durch die Stadt? Ja. Ja, ja. Es ist aber wirklich schön. Ja. Komm, wir singen jetzt. Ich freue mich. La, la, la. Wir singen von Michael Jackson. Alter. Und genau so. Wollen wir uns hier raufsetzen? Was denn jetzt mit einem Sprung da hoch, mein Gott? Ja, ich weiß nicht. Kannst du, wenn, nimm mal das. So, danke. Herrlich. So, wir gehen ja beide auf die 50 zu. Das ist von unterschiedlichen Richtungen, sag ich mal so. Aber. Danke. Wollen wir schon mal anfangen musikalisch und wir setzen dann ein, wenn uns danach ist? Wolltest du mal eine Band haben eigentlich? Ja. Hattest du mal eine Band? Ja, ich habe da Keyboard gespielt. Musst du so lachen darüber, weil du schlecht gespielt hast? So. Aber du wärst aber ein attraktiver Musiker geworden, glaube ich. Zu Duran. Ja. Naja, hätte ich mir vorstellen können. Kannst du jetzt einsetzen? Jo. 3, 4. I'm gonna make a change for once in my life. You know? It's gonna feel real good. Gonna make a difference, gonna make it right. And as I turn up the color on my favorite winter coat, this wind is a-blowing my mind. I see the kids in the street, not enough to eat. Who am I to be blind, pretending not to see their need? A summer's disregard, a broken bottle top, and a one-man song. They follow each other on the wind, you know, 'cause they got no place to go. That's why I want you to know I'm starting with the man in the mirror. I'm asking him to change his way. Could have been any clearer. If you want to make the world a better place, take a look at yourself and then make a change. Na 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 na. I've been a victim of a selfish kind of love. It's time that I realize there are some with no home. Not a nickel too long. Could it be really me pretending that they're not alone? A willow deeply scarred, somebody's broken heart, and a washed out dream. They follow the pattern of the wind, you see, 'cause they got no place to be. That's why I'm starting with me. I'm starting with make the world a better place. Take a look at yourself and then make that change. I'm starting with the man in the mirror. I'm asking him to change his ways. And no message could have been any clearer. If you want to make the world a better place, take a look at yourself and then make a change. Na 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 na. Wenn das kein Musical nach sich zieht. Florian David Fels! Juhu! Ich habe an einer Stelle vergessen, was wir machen. Hast du es gemerkt? Das war alles genau wow. Richtig. Du musst es runter. Ich so, wow, ich muss runter. Also, aber was lustig ist, wir haben ja versucht, das halt zu proben. Unsere Probe war so uneffektiv, dass wir es jetzt, wenn es drauf ankommt, Kamera 1, 2 und 3 sind läuft. An. Und dann geht's. Dann sind es Profis. Weil man dann doch konzentriert ist. Ja. Kannst du so viel schwarze Sau getrunken haben, wie du willst. Wie du willst, das funktioniert noch.
Du? Ja. Der neue Film, den ihr macht, ne? 100 Dinge. Ihr sagt, 100 Dinge heißt, worauf man verzichtet. Du musst jetzt richtig durch so eine Promophase gehen, wo ja. jetzt in jedem Interview wird es jetzt... auf welche Dinge könntest du am ehesten verzichten? Handy kommt, Fernsehen. Was glaubst du, was ist das Top-5-Ranking? Na, sie sagen, sie denken sich ja nicht mal was aus. Sie sagen, fragen halt einfach, auf was könntest du überhaupt nicht verzichten? Und was sagst du dann? Dann sage ich ehrlich gesagt... Sex! Keine alle freuen sich! nee, mein Bett. Ach so, okay. Ach was, wirklich? Was für eine Matratze hast du denn? Ja. Wir machen ein anderes Spiel, weil die anderen Spiele musst du jetzt noch machen. Ein ähnliches, aber du musst mir jetzt ein bisschen sagen. Worauf könntest du eher verzichten? Okay. Auf Socken oder Unterhose? Ich ahne, was du sagst. Was ist, welches Socken Wetter? Natürlich. Sommer oder Scheißegal. Immer. Socken. Du hättest sie dann nicht mehr, nicht im Winter und nicht im Sommer. Na, dann bräuchte ich Socken, also kriege ich Blasen in den Schuhen. Achso, ich dachte Blasenentzündung, weil du keine Socken hast. Nee, da krieg ich Blasen, wenn ich... Aber keine Unterhose, dann hängelt ja das Gelöt bis zur Kniekehle. Das ist ja... Ja, du bist jetzt ja auch nicht mehr der Jüngste. Verlängert sich ja die von Sache, Jahr zu Jahr. Wirklich, die Sachen die hängen sich aus. Ja, ja, klar. Irgendwann, ihr kennt das, ne? Also ist auch nicht schön. Oder man stopft sich die einfach in die Socken, weil die hast du ja noch. Keine Unterhose mehr hast. Könntest du eher auf Muskeln, deine Muskeln, die du ja hast, du gehst ja, das sieht man ja, Körperklaus geht zum Sport, oder auf 5 IQ-Punkte, die du hast? Ach, 5 IQ-Punkte, die gehen eh weg. Ja? Ja. Im Alter? Ja, es sind jetzt auch schon, jetzt während dieses Gesprächs 5 weg. Könntest du eher verzichten auf Badewanne oder Dusche? Auf die Badewanne. Ja? Dusche ist das Schönste. Könntest du eher auf Bayern oder auf Berlin verzichten? Boah, das ist hart. Dann eher auf Berlin. Weil du in Bayern lebst. Ja. Bist du oft in Berlin? Ja, ich liebe Berlin total. Und warum wohnst du eigentlich nicht da? Wohnen nicht alle da? Ist man nicht als Schauspieler, ist man nicht, Es wäre viel praktischer, aber es hilft einfach, weil meine Familie und meine meisten Freunde noch in München sind. Und wenn ich in Berlin wäre, würde ich die kaum sehen. Kannst du eher verzichten auf Sex oder auf dein Handy? Handy. Ein Freundschaft. Aber die Frage ist schon jetzt mal ganz ehrlich. Es ist einfach so lange her. Ja, weil es so lange her ist und man sagt, jetzt wo es schon so lange her ist, ist es doch auch egal. Das sage ich auch, jetzt kann ich das Handy nehmen. Aber nehmt mir bitte das Handy nicht weg. Könntest du eher auf Bier oder auf Wein verzichten? Ich bin kein Biermensch. Was bist du denn, schwarze Saumensch? Ja, überhaupt, ich bin ja nicht so der Alkoholiker. Immer nur, wenn ich zu dir komme. Ich bin wirklich, alle hassen mich, weil ich nie mittrinke. Was trinkst du, wenn du zum Beispiel beim Oktoberfest... Ach so, immer Wasser. Nein, auf dem Oktoberfest trinke ich Bier, natürlich. Aber ich kann kein Wasser trinken. Warum kann ich kein Wasser trinken? Ich sehe Wasser und mir ist so wahnsinnig öde dann. Nee, ich liebe Wasser. Okay, ich... Nee, aber auf dem Oktoberfest musst du Bier trinken, das ist völlig klar. Könntest du eher verzichten auf Singen oder Schauspielern? Boah. Da müsste ich jetzt, sagen, singen. Ja? Weil ich mein Geld damit verdiene. Okay, so würdest du es machen, aber du dürftest dann nie wieder singen. Ja, du hast ja recht, wahrscheinlich würde man das dann machen. Kannst du eher auf deine Freunde verzichten? Geht jetzt nicht gegen euch, Leute. Auf deine Freunde oder auf deinen Hund verzichten? Oh, ihr seid gemein, ey. Auf deine Freunde oder auf deinen Hund? Sorry. Tschüss, war schön. Jetzt ganz ehrlich, bist du so, Elmo ist schon dein Leben. Nein, nein, nein. Wenn man ganz rational ist, sagt, die Freunde halten sich ja ein bisschen länger. Der Hund hält ja nicht so lange. Okay. Naja, da bist du aber sehr rational. Nein, ich würde mich für meine Freunde entscheiden, natürlich. Sorry, Elmo. Ich glaube, Elmo wird es spüren, dass du das gesagt hast. Ich möchte noch eine Sache ganz kurz anritzen, bevor wir Bierdeckelchen sofort machen. Also du bist ja so ein Rechthaber und Angeber. Und es gibt manchmal Leute... hey, nach dieser Sendung, ich brauche erstmal Therapie. Mit denen machst du quasi sowas wie eine Wette und hast irgendwie irgendwann mal die ganzen Hauptstädte, afrikanischen Hauptstädte auswendig gelernt. Oh, ich wusste, ich hätte das lernen sollen vorher. Hast du nicht. Das muss man immer wiederholen. Man und dann geht's nicht. Du musstest sie aufs Klo hängen. Hast du dir noch ein paar Städte drauf, wenn ich mal anfange? Probier's. Ich würde jetzt einfach mal vorlesen, die Hauptstadt von Kenia. Ist Mogadischu. Nairobi. Ach, Nairobi. Mann, fuck, sie ist jetzt los. Mogadischu zusammen. Ist Somalia. 30 zusammen. Hauptstadt von den Komoren. Moroni. Hauptstadt von Lesotho. Maseru? Ja, sehr gut. Super. Hauptstadt von Liberia. Liberia. Du machst die ganzen fiesen Afrikaner. Warte, Liberia ist Monrovia? Ja, ja, sehr gut. Das ist toll. Das ist wirklich nur noch passiv. Hauptstadt von Libyen. Ist Tripolis. Hauptstadt von Madagaskar. Ist Antananarivo. Alter.
Warum gibt es keinen Applaus an dieser Stelle? Ich kann nicht immer applaudieren, weil du Sachen mitteilen machst. Scheiße, ich hätte lernen sollen. Warte. Hauptstadt von Malawi. Du bist so gemein. Nur Afrika. Warte. Nur Afrika, weil du damals gesagt hast. Lilongwe. Sehr gut. Hauptstadt von Mali. Mali, Niger, Tschad, Mali. Bamako? Ja. Hauptstadt von Marokko. Es ist Rabat. Hauptstadt von Mauretanien. Oh, Nouakchott. Ich kann gar nicht mehr lesen. Schon ein Puls von 180. Aber wie ist dein... Ich komme mir vor wie bei Günther Jauch. Ja, weil du ein Besserwisser bist. Ja, weil ich natürlich performen will. So.